Es ist toll, dass der Lars heute da ist. Der hat es weit gebracht, du hast es weit gebracht, du hast ganz viele tolle Bücher geschrieben und wir sind gespannt, was du uns zu sagen hast. Ich habe mir gewünscht, dass du ein bisschen Motivation, weil auch ich muss ja die Leute motivieren fürs Ehrenamt. Deswegen so ein bisschen Motivation einfach, da freue ich mich und ich freue mich auf dich und ich weiß, es wird eine schöne Zeit jetzt. Ciao. Ich hätte alles satt geworden, das war meine große Sorge. Ja, das heißt, okay. Ich weiß gar nicht, ob du das gewusst hast, aber ich habe vor 20 Jahren mal auf einer Party von dir aufgelegt. In Gießen. Das ist schon länger als 20 Jahre her. 1998. Ja. Ja, genau. Und ja, ich war vor 3 Jahren, ich dachte auf dem Weg hierher, wann war ich das letzte Mal eigentlich hier? Ich dachte so vor 2 Jahren und dann habe ich so ein bisschen nachgedacht, nee, das ist schon 4 Jahre her. Kann das sein? So schnell vergeht die Zeit. Also vielen Dank, dass ich nochmal hier sein darf. Ich bin aus Berlin gekommen gestern, bin in Langgöns aufgewachsen und da komme ich auch gerade. Als die beiden Bürgermeister hier waren, musste ich ein bisschen schmunzeln, weil ich habe in Linden meine Realschule gemacht. Und ich glaube aber damals hieß es noch Großenlinden. Vor 20 Jahren. Oder über 20 Jahren. Und ja, als der Bürgermeister von Metzler hier war, habe ich mich auch gefreut, weil ich war letztes Jahr hier und bin tatsächlich bei Leica ernannt worden. Da war mein Vater ganz stolz. Zum Mittelhessen-Botschafter, genau. Und immer wenn ich zu meinem Papa gesagt habe, Papa, ich habe ein neues Buch draußen. Ah ja, okay. Ja, ich werde jetzt Botschafter für Mittelhessen und da kommen die ganzen Bürgermeister. Ja, super, Herr Leica. Und dann waren wir da bei Leica gesessen und es war eine große Zeremonie und dann mein Papa im Anzug, also ich war stolz wie Oscar, hat er gesagt, guck mal da. Das ist der Präsident von der Justus-Liebig-Universität und das ist der Politiker von der Partei und der Bürgermeister von da. Und ich so, ja. Und mein Papa war 10-mal so stolz wie ich und deswegen habe ich gerade daran gedacht, als der Bürgermeister von Metzler hier war. So viel Zeit muss sein. Der Oberbürgermeister, er kann es ja nicht. Er ist ja nicht. Von der SPD. Okay, ja. Kann nichts dafür. Das ist Absicht. Ja, ich bin hergefahren mit dem Auto eben und ich habe darüber nachgedacht, wie krass das eigentlich ist, dass wir hier heute Abend hier sind. Was das für ein Geschenk ist, dass wir heute an diesem Tag hier sein dürfen. Es gibt Essen, es ist umsonst, es gibt Getränke, es ist alles kostenlos, das Wetter war heute schön, heute Vormittag, es wurde dann. Ja, aber das war ja auch schön, weil wenn es draußen regnet, dann kann man auch herkommen. Es regnet ja nicht, aber wenn es kälter wird, kann man auch herkommen und dann sich von innen aufwärmen, bestimmt Bierchen und so. Und wenn man sich mal überlegt, was das für ein Geschenk ist, bei 8 Milliarden Menschen auf der Welt, ich habe es vorhin jemandem erzählt, die nicht einen Tag in ihrem ganzen Leben so einen Abend haben wie wir heute Abend. So, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, was für ein Glück wir haben, in Deutschland geboren zu sein, in Hessen geboren zu sein, auch noch hier in Wetzlar, in der Region zu sein und wirklich was zu essen zu haben, ein warmes Bett zu haben, gesunde Kids zu haben, eine Familie zu haben, dass wir die Freiheit haben, heute hier zu sein und sich immer wieder daran zu erinnern, auch wenn es mal nicht so gut läuft, auch wenn man gerade von seiner Frau verlassen wurde oder so, kann man sagen, ja, sei froh. Sei froh. In 2 Jahren musst du 3 Kreuze machen. Ich weiß, es ist jetzt gerade aktuell vielleicht ein bisschen schwierig, aber sei froh. Du weißt es jetzt noch nicht, aber warte mal, du hast vielleicht gerade deinen Job verloren. Das ist nicht der Weltuntergang. Du wirst einen neuen Job finden. Auch wenn du gerade glaubst, es ist alles so unglaublich schlimm und unglaublich dramatisch. Ist es nicht.
trink mal ein Bierchen und morgen sieht die Welt wieder anders aus und warte mal ab in einem Jahr. Und vergiss aber nicht, wenn mal kurzfristig irgendwas nicht so gut läuft, all die tollen Sachen, die jetzt schon da sind, das machen wir nämlich permanent. Irgendwas passiert, der Chef übersieht dich bei der Beförderung und gibt dem Peter den Job. Und du denkst dir, verdammt, meine Welt geht nicht. Dieser verdammte Peter hat jetzt meinen Job. Nee, es ist nur ein Job. Es ist nur ein Job. Und wenn ich so vorgestellt werde bei so Veranstaltungen wie heute, werden dann ganz oft so meine Erfolge so aufgezählt. Und das sieht auch cool aus und das klingt auch toll, wenn er da steht, so Bestseller-Autor. Und wir haben vorhin, als in der Pause lief die ganze Zeit mein Foto, wo ich neben Elias Mbarek stehe. Und mir wurde so gesagt, ey Lars, sag mal, du siehst ganz schön blass aus auf dem Foto. Können wir es nochmal sehen vielleicht? Nee, das war vor 4 Jahren. Da kam ich gerade aus dem Sommerurlaub. Ja, guck mal da. Das hast du so extra gemacht, oder? Nein. Das ist gut. Ja. Ja. Ich fand es jetzt auch nicht so, aber ich meine, neben Elias sieht einfach jeder scheiße aus. Ja, muss man mal ehrlich sein. Und aber das war so, das war die Premiere von dem Bescheuerten Herz. Das war, kann man so sagen, vielleicht mein erfolgreichstes Buch oder zumindest mein wie soll man sagen, das Buch, das am meisten Aufmerksamkeit bekommen hat durch die Verfilmung. Und an dem Tag, müsst ihr euch überlegen, das war bis dato so der größte Tag in meiner schriftstellerischen Karriere. Ja? So, du schreibst was, du schreibst ein Buch und dann kommt auf einmal eine Filmfirma wie Konstantin und die sagen, ja Lars, wir verfilmen jetzt deine Lebensgeschichte, beziehungsweise diesen Teil, einen Teil deines Lebens. Und wir haben uns überlegt, wer könnte deine Rolle übernehmen? Elias Mbarek. Da dachte ich so, ja, habt ihr keinen gefunden, der irgendwie besser aussieht? Ja. Und ja, das war auch so krass an dem Tag. Es war im Dezember und es war kalt. Und müsst ihr euch überlegen, 5 Jahre habe ich auf diesen Tag hingefiebert, dass er wirklich eintritt, weil es war eben nicht klar, ob dieser Film jemals gemacht wird. Und weil es läuft dann so, das Buch wird veröffentlicht, also dass ohnehin, oder dass eine Filmfirma kommt und sagt, wir wollen einen Film, ein Buch verfilmen, das ist schon mal super selten. Dass dann wirklich der Film realisiert wird, ist so unwahrscheinlich. Und dass das mir schon 2-mal passiert ist, das ist so wirklich, womit habe ich das verdient? Okay. Dafür bin ich zum Beispiel dankbar, dass ich sowas erleben kann. Und 5 Jahre haben wir auf diesen Moment gewartet und wirklich hingefiebert, dass es passiert. Dann standen wir da, Daniel und ich, von dem erzähle ich gleich auch noch ein bisschen. Standen wir da und, das habe ich übrigens noch nie erzählt, Daniel auch nicht. Wir waren im Hotel. Daniel ist der, ich weiß nicht, kennt überhaupt irgendwer den Film oder das Buch, dieses bescheuerte Herz? Ja, also es ist nicht ganz unbekannt, die Geschichte. Genau. Das war so, um es kurz zu erzählen, das war vor 6, 7 Jahren. Ich hatte schon super viele Bücher geschrieben. Ich hatte die Bushido-Biografie geschrieben, die damals von Bernd Eichinger verfilmt wurde, mit Hannelore Elsner in einer der Hauptrollen. Bernd Eichinger, der Kultregisseur, der im Namen der Rose gemacht hat. Oscar, nicht prämiert, aber zumindest war nominiert und Oscar. Die unendliche Geschichte hat er gemacht. Also so einer der großen Regisseure. Der hat gleich mein erstes Buch verfilmt. Und danach habe ich ein Buch gemacht mit Rudolf Schenker von den Scorpions. Die erfolgreichste deutsche Rockband der Welt gegründet hat in den 60er Jahren, mehr Platten verkauft als Rammstein, der in der ganzen Welt wirklich hoch angesehen ist als Musiker. In Deutschland werden Scorpions immer so ein bisschen belächelt. Ja, das ist so ein bisschen Oma-Rock und so Wind of Change und das ist ja irgendwie nicht cool. Ne, wie heißt es so schön? Der Poet wird nichts im eigenen Lande. Ne? Der Prophet, genau, der Poet. Der Prophet wird nichts im eigenen Lande. Und, genau, mit Rudolf habe ich ein Buch geschrieben, da hat mein großes Idol das Vorwort geschrieben, Paulo Coelho, wer den Alchemist gelesen hat vielleicht. Also alles so Weltnamen.
Und allein da irgendwie so ein kleiner Teil davon zu sein, ist einfach unglaublich faszinierend, unglaublich toll, was alles möglich ist, wenn man einfach an sich glaubt und so sein Ding durchzieht. Ihr könnt euch vorstellen, ich komme aus einer Gönz. Ja, wenn, so, das ist ja so super, super, super irre. Und, aber es geht, wenn man eben so an das glaubt, was man so machen möchte und das auch seinen Eltern gut erklären kann, das ist ganz wichtig. Ja, ihr müsst euch vorstellen, mein Bruder, der ist Chefredakteur vom Zeitmagazin, also auch hat sehr erfolgreich in seinem Bereich und ich mache eben so mein Ding. Weil mein Bruder war zum Beispiel 15 und er wusste schon ganz genau, was er machen wollte. Mit 15. Ja, er wird Journalist. Dann ist er nach Gießen gegangen, hat beim Gießener Express, war er da gleich stellvertretender Chefredakteur und ist dann zur Süddeutschen gegangen und war dann da gleich stellvertretender Redaktionsleiter und ist dann zum Tagesspiegel. Und überall, wo er war, war er gleich Chef. Also sofort. Und jetzt ist er eben beim Zeitmagazin Chefredakteur. Eines der großen, ja, sag man so, Meinungsmacher in Deutschland. Und wenn du so einen Bruder hast, der so früh weiß, was er will, und du bist so 13, 14, 15, hast keine Ahnung, du hast nur Skateboardfahren im Kopf und Blödsinn und so, und warst auch in der Schule immer schlecht, und dein Vater, Englischlehrer und Französischlehrer, musste dir immer Hausaufgaben helfen und Nachhilfe geben und so. Und ich habe dann irgendwann Abi gemacht und mein Vater hat so gemeint, ja, was willst du denn eigentlich machen aus deinem Leben? Ich so, Papa, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, so dieser normale Weg ist nichts für mich. Also das, was man so hier bei uns als normal betrachtet, was auch immer das ist, aber so, das ist nichts für mich. Ich muss irgendwie, ich weiß noch nicht genau, was ich machen will, aber ich glaube, das ist nicht das, was du gut findest. Und jetzt sag das mal deinem Papa, ja, der irgendwie sich Sorgen macht und will, dass es dir was Gescheites wird, ja, was Anständiges, mach was Sicheres und so. Und guck dir deinen großen Bruder an und so. Und naja, dann bin ich nach London gegangen und hab dann da bei einer Plattenfirma gearbeitet, bin zurückgekommen, war beim Hessischen Rundfunk, das war dann schon, zumindest schon mal ganz gut, klingt ganz gut, Hessischer Rundfunk, ja, das ist so, bist ja schon fast Beamter. Ja. Wenn du beim Hessischen Rundfunk irgendwie arbeitest und da war ich dann 5 Jahre, aber auch nicht fest angestellt, das war auch immer kritisch. Ja. Guck doch mal, dass du dich irgendwie fest anstellst und so, ja, Papa, will ich gar nicht. Ja, wieso willst du das nicht? Ja, ich will einfach frei sein, ich will morgen entscheiden können, was anderes zu machen. Ja, aber warum denn? So, wenn du krank wirst, musst du an deine Zukunft denken und Krankenversicherung und so. Ich sage, Papa, das interessiert mich alles nicht, mich interessieren andere Dinge. Und, aber es war cool, mein Vater hat mich immer machen lassen. Er hat immer gesagt, okay, ich verstehe zwar nicht, was du machst, aber ich vertraue dir, du machst das schon. So, hoffe ich mal, aber du machst das schon. Und, ne, irgendwann bin ich in Berlin gelandet, was jetzt nicht der schlechteste Ort ist, wenn du so kreativ bist und so schreiben willst oder dich für Musik interessierst. Und irgendwann war ich dann beim Radio in Berlin und dann habe ich so einen Anruf bekommen von der Süddeutschen Zeitung und die haben so gemeint, sag mal Lars, hast du nicht Lust, mal für ein Wochenende Bushido zu interviewen und zu begleiten und eine Reportage über den zu schreiben? Ich so, ja klar, mache ich. Wer es nicht weiß, Bushido ist ein Gangster-Rapper. Ja? Also, und der macht halt Sachen, die halt Gangster-Rapper so machen. Ja. Kann man sich jetzt seine Fantasie so ein bisschen frei laufen lassen. Und dann habe ich den begleitet 2 Tage und habe diese Geschichte geschrieben und alle waren happy und so. Und dann, wir haben uns ganz gut verstanden und weil er so zu mir gesagt hat, ja, ist interessant, ich treffe so viele Journalisten und die meisten kommen zu mir und die haben schon eine Meinung über mich, bevor ich auch nur etwas gesagt habe. Aber du warst irgendwie so ganz offen und hast wirklich mal zugehört. Und so, und das war vor 12 Jahren. Nur so Randnotiz vor 12 Jahren. Und hat er gemeint, hast du nicht Lust, mit mir ein Buch zu schreiben? Da habe ich so gesagt, du, das habe ich noch nie gemacht, aber ich glaube, ich könnte das. Lass es uns ausprobieren. Da habe ich so einen Spruch mir gemerkt von Pippi Langstrumpf. Ja,
eine Astronautin, die gesagt hat, oder sie hat Pippi Langstrumpf sagen lassen. Das habe ich noch nie gemacht. Aber ich weiß, dass ich das sehr gut kann. Nee, ich habe das noch nie gemacht, deswegen bin ich mir ganz sicher, dass ich das sehr gut kann. Und das fand ich irgendwie eine super Herangehensweise, generell so ans Leben. So, weil wie oft haben wir diese Stimme im Kopf, die zu uns sagt, das kannst du nicht, du bist nicht gut genug, du bist nicht stark genug, schön genug, intelligent genug, sonst was. Du bist immer irgendwas nicht genug. Und wir hören so diese Stimme und dann denken wir, okay, die hat ja irgendwie recht. Und dann machen wir es nicht. Dabei gibt es gar keinen Beweis. Wir haben es nur noch nicht ausprobiert. Also ob ich etwas kann oder nicht, weiß ich doch erst, wenn ich es ausprobiert habe. Aber wir glauben ganz oft, nee, ich kann das nicht. Weil wir diese Stimme haben, die so Tag und Nacht auf uns einredet, so, was wir alles nicht sind und nicht können und so. Und dann irgendwann sind wir so gebrainwashed und so, ach, lieber bleiben wir zu Hause auf dem Sofa sitzen und kommen Samstagabend nicht hierher. So, es ist ja so viel schöner zu Hause. Also ich finde es hier ganz gut. Ja, du nix. Applaus für uns, oder? Genau. Dann haben wir dieses Buch geschrieben und ich war irgendwann fertig. Nach einem Jahr, ich habe ein Jahr Bushido begleitet, ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was ich gesehen habe und erlebt habe, ein Hollywood-Film. Und der beste Moment war übrigens, als wir auf dem Weg von Berlin nach München waren, auf der Autobahn, so mit drei Mercedes-Autos, und auf einmal, als wir die bayerische Staatsgrenze überschritten hatten, ging da hinter uns die Sirene an. Und dann haben sie uns mit drei, vier Polizeiwagen rausgezogen und dann haben wir so eine halbe Nacht im Autobahngefängnis verbracht. Das war dann sehr amüsant. Ich war ungefähr so weiß, wie auf dem Foto eben. Die anderen Jungs super entspannt, ja, kannten die alles. Und so, und ich habe mich gedacht, oh fuck, jetzt bin ich nicht rausgekommen und was passiert hier und so. Dann haben sie uns wieder gehen lassen. Und dann waren wir auf dem Weg zu den MTV Music Awards. Und da habe ich zum Beispiel einen der letzten Auftritte von Amy Winehouse gesehen, die dann sich kurz danach das Leben genommen hat. Und also ihr seht schon, das war alles eine sehr aufregende Zeit. Und dann haben wir dieses Buch geschrieben und ich war halt damals 28, hatte noch nie was mit Literatur zu tun gehabt. So viel zum Thema etwas zum ersten Mal machen, einfach mal ausprobieren. Und dann saßen wir da in diesem Büro. Also ich saß im Büro und dachte mir, okay, ich habe jetzt ein Manuskript von 300 Seiten, was mache ich denn jetzt damit? Nicht zu Google gegangen. Also ich bin nicht nach Amerika zu Google, sondern ich habe Computer angemacht, Suchmaschine an, habe so gesucht, Verlage Deutschland. Und dann habe ich da Adressen rausgesucht und habe einfach jeden Verlag, der mir angezeigt wurde, angeschrieben. Habe da angerufen und habe gesagt, hey, hallo, ich bin Lars Ahmed aus Berlin, ich habe ein Buch geschrieben über Bushido. Und das ist fertig und so, habt ihr Lust? Nein, 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 nein. 40 Absagen, 50 Absagen, 60 Absagen. Das haben alle abgesagt. Die großen Verlage haben abgesagt, die kleinen Verlage haben abgesagt. Wir saßen da so und dann kommt die Stimme, ne, im Kopf. Ich habe ein Buch geschrieben, das ist vor drei Monaten erschienen. Das sieht so aus. Finde ich ganz cool. It's all good. Und da beschreibe ich eben diese Stimme als den Brainfucker. Ja, weil sie macht nämlich den ganzen Tag genau das. So, sie versucht uns das Leben schwer zu machen. Und dann sitzt du dann da und hast dieses Manuskript mit einem Musiker, der gerade bei Sony BMG 1 Million bekommen hat für sein neues Album. 2 Etagen drunter bei der Buchabteilung von Bernd Lützmann bei Random House sagen alle Verlage ab. Dann denkst du dir, okay, offensichtlich kannst du nicht schreiben. Offensichtlich ist es nicht gut genug. So. Und dann, irgendwann, gab es einen kleinen Verlag aus München, der gesagt hat, okay, wir machen das. Wir verstehen, was ihr da machen wollt. Ihr müsst wissen, es war eine Zeit, da gab es noch kein YouTube und da gab es noch kein Instagram und soziale Medien gab es noch nicht und so. Und dann ist das Buch erschienen. Zeitgleich mit der Biografie von Helmut Schmidt. Muss ich nicht erklären, wer Helmut Schmidt ist. So. Und Helmut Schmidt war auf Platz 2 und wir waren auf Platz 1 der Spiegelliste. Der Bestsellerliste. Ihr könnt euch gar nicht glauben, was dann passiert ist.
Die einen haben so geschrieben, Untergang des Abendlandes. Wenn so ein Buch jetzt irgendwie, ja, in unserer Kulturwelt. Und die anderen haben geschrieben, damals gab es noch Faxgeräte, so lange ist das schon her. Die haben dann so Faxe geschickt, so, ah ja, ja, wir hatten ja damals, haben wir euch abgelehnt, aber wir würden jetzt gerne das Hörbuch machen. So. Dann haben wir uns hingesetzt und haben gesagt, sehr gerne, aber danke, nein. Und ja, also es lief alles, kann man sagen. Ja, zusammengefasst, irgendwie es lief alles. Also, das Buch lief und auch mein zweites Buch mit dem Rudolf Schenker von den Scorpions lief und so. Alles war gut. Ich habe noch ein drittes Buch geschrieben mit dem Mario Galla. Auch ein bekannter, ein männliches Topmodel, der mit einem Bein auf die Welt gekommen ist und der es geschafft hat, mit, als unperfekter Mensch, als behinderter Mensch in die scheinbar perfekte Modewelt aufzusteigen und dort eben, Achtung Wortspiel, Fuß zu fassen. Und ja, seine Lebensgeschichte habe ich geschrieben und es lief alles super nach außen. Und dann habe ich mir gedacht, sag mal Lars, warum sitzt du eigentlich seit 3 Monaten hier bei dir in der Bude und kannst das ganze Glück, das du so hast und den ganzen Erfolg nicht genießen? Und weil im Außen wurde es immer mehr, aber ich hatte so das Gefühl, im Innen wurde ich immer leerer, weil mir irgendwie was gefehlt hat, so ein Sinn, eine Sinnhaftigkeit hat mir gefehlt. Ne? Wenn du halt ein bisschen empathisch bist, die dir halt auch so Gedanken machst, ne, dann kamen so die großen Fragen, warum sind wir hier und was ist der Sinn des Lebens und gibt es noch mehr, war es das jetzt und so. Und dann saß ich da so, hab so die Enten beobachtet, ich habe eine tolle Wohnung in Berlin, ich kann so auf den, mit viel Fantasie aufs Meer schauen, aber es ist halt dummerweise nur die Spree, aber immerhin. Und die Enten sind so abgeflogen und sind wieder gelandet und so. Und ich habe so beobachtet und dachte so, okay, irgendwie, du musst was Neues machen. Und dann habe ich einen Satz von Albert Einstein aufgeschnappt. Und der hat gesagt, du kannst nicht erwarten, dass was Neues passiert, wenn du das Alte immer wieder wiederholst. Wenn du immer wieder nach links gehst und dich wunderst, dass du immer das Gleiche siehst. Und dann bin ich, kürze jetzt mal kurz ab, weil sonst wollt ihr alle nach Hause. Und dann bin ich über Umwege in Rio gelandet, in den Favelas, und habe da einen Sommer verbracht. Und habe da gesehen, wie da Menschen leben, die gar nichts haben. Wie Menschen leben, die wirklich das haben, was sie anhaben. Die einen Euro haben, die nicht wissen, ob sie morgen noch am Leben sind, weil sie in Regionen wohnen, wo noch Banden das Sagen haben, wo 15-jährige Kids auf den Dächern oben im Urwald, in den Bäumen sitzen mit Maschinengewehren und die Gegend kontrollieren. Ich habe da gesehen, wie Menschen erschossen wurden. Ich habe gesehen, wie die Polizei nun in so Einsatzstärke da rein ist, mit Panzerwagen, mit Hubschrauber, die runtergeschossen haben. Wirklich wie in so einem Tarantino-Film. Da habe ich einen Sommer gewohnt, so als weißer Deutscher in einer Gegend, wo sehr viele Schwarze sind, die sich gewundert haben, was macht denn der hier eigentlich? Und dann haben sie sich gefragt, kommst du aus Deutschland? Warum bist du freiwillig hier? Das macht doch gar keinen Sinn. Warum verlässt du dein Paradies? Und wenn du sowas dann mal siehst, mit eigenen Augen, und das eben nicht aus diesen Augen von ja, eines Deutschen, sondern wirklich versuchst, das Leben, wie es in anderen Teilen der Welt passiert, wirklich mal zu verstehen, dann bekommst du einen anderen Blickwinkel auf das alte Leben, von dem du geglaubt hast, ist alles gar nicht so toll und gar nichts wert. Und dann bin ich nach diesen 3 Monaten zurück, hatte jetzt keine philosophischen Antworten gefunden auf, warum wir hier sind und der Sinn des Lebens. Und habe dann, und jetzt komme ich darauf hin, was ich eigentlich sagen wollte. Und dann habe ich jemanden kennengelernt von einem Kinderhospiz in Hamburg. Und es war eine Frau, die dieses Hospiz gegründet hat und die ist damals ausgezeichnet worden mit einem Bambi für ihre ehrenamtliche Tätigkeit. Und die ist nach Berlin gekommen, die war auch beim Sommerfest vom Bundespräsidenten, da wo du auch bald, oder wo du schon warst. Du warst da schon, ne? Tag der Deutschen Einheit. Tag der Deutschen Einheit, ja, ist ungefähr das Gleiche. Es sind die gleichen Leute da. Und sie hat gesagt, weißt du was, Lars, ich bin nächste Woche in Berlin, hast du Lust, mit mir einen Kaffee zu trinken? Dann erzähle ich dir ein bisschen was über meine Hospizarbeit und du kannst dir ein bisschen was von deiner Seele reden und so. Und
Dann haben wir uns getroffen auf ein Espresso in Prenzlauer Berg. Und dann habe ich so von meinem verrückten Sommer erzählt, was ich so erlebt habe. Und sie hat dann so gesagt, weißt du was, bei uns im Kinderhospiz, normalerweise kommen zu uns nur Kinder, die ja, als geboren werden. Die werden so auf dem Krankenhaus ins Kinderhospiz gebracht und sterben dann relativ schnell bei uns im Hospiz. Und wir begleiten dann auch die Familien, aber in der Regel können die Kinder, weil die so spastisch krank eingeschränkt sind, können auch nicht reden. So. Wir haben aber jetzt einen 15-jährigen Jungen. Schwierige Familiensituation und ganz viele Krankheiten. Der hat ein halbes Herz, der hat zwei Blutgerinnsel im Kopf, der hat das Bluter, der hat ADHS, eine Rückenmarksverkrümmung, also Skoliose, hat einen Magenverschluss, hat Wasser in der Lunge, muss 30 Tabletten jeden Tag nehmen, kann nicht aufs Klo gehen ohne Tabletten. Also sie hörte gar nicht mehr auf zu erzählen, welche Krankheiten dieser Junge alle hatte. Und dann hat sie so gemeint, weil wenn du willst, kannst du uns mal einen Tag besuchen. Und dann stelle ich dir mal Daniel vor und vielleicht kannst du einen Tag mit ihm verbringen und kommst auf andere Gedanken. Warum nicht? Ja, also keine Ahnung, was ein Kinderhospiz so ist, aber also vorher. Aber warum nicht? Ich habe eh nichts zu tun. Und ja, dann habe ich eben ich nach Berlin, nach Hamburg gefahren und mache dieses Kinderhospiz auf, die Tür auf und da ist dann Daniel da und wir hatten vorher kurz telefoniert am Wochenende. Ich habe mich da mal angemeldet, mal mit der Mutter telefoniert. Ich dachte mir, das ist eine ganz gute Idee. Ja, nicht, da kommt jetzt so ein Typ aus Berlin, der besucht jetzt den Sohn in Hamburg und ist ganz gut, mal vorher mal Bescheid zu sagen. Und dann habe ich auch gemerkt, es war ein Samstag, ich weiß es noch ganz genau, ich rufe die Mutter an von Daniel, Debbie. Es war so kurz vor der Bundesliga und ich dachte, naja, wie lange wird man da telefonieren? Kurz mal Hallo sagen, sich kurz kennenlernen, mal die Stimme hören, bekommt man ja auch schon einen guten Eindruck, wie jemand ist. Und ja, aus diesem 20 Minuten wurden dann gleich 5 Stunden oder 4,5 Stunden. Und sie hat mir ihre ganze Lebensgeschichte erzählt und dann habe ich erstmal so gewusst, oh, wie krass. Na klar, du hast eine Frau, die seit 15 Jahren ihr ganzes Leben einem todkranken Kind widmet. Was muss das für ein Leben sein, wenn die ganzen Freunde wegfallen, wenn Freundschaften zerbrechen, weil natürlich die Diskussionen schwierig sind, weil die Themen schwierig sind, weil es auf einmal kompliziert ist, weil es nicht nur darum geht, vom Urlaub zu erzählen, sondern dann erzählt man eben, ja, letzte Woche war der Krankenwagen wieder da und der Notarzt musste wieder kommen und die Krankenkasse will nicht bezahlen.